David Alaba kehrt zum Matchday-Kader für das Qualifikationsspiel der Europameisterschaft gegen Estland zurück. Internationales Match in Real Madrid spielen wird, ist daher sehr hoch. Es ist jedoch immer noch unklar, ob der 30-Jährige von Anfang an auftreten kann. David hat in den letzten Tagen voll ausgebildet und wird definitiv im Kader sein. Wir sind geblieben, damit wir kurzfristig über den Spieltag entscheiden, ob er von Anfang an spielen wird oder bei Bedarf von der Bank kommen wird, Teamchef Ralf Rangnick. 90 Minuten würden wahrscheinlich zu früh kommen, eine Verwendung über die gesamte Entfernung erscheint nach einer Monatspause aufgrund einer Oberschenkelverletzung sehr unwahrscheinlich. Ich weiß es nicht und ich glaube nicht, dass es 90 Minuten genug ist, sagt Alaba selbst. Grundsätzlich fühlt er sich bereit. Ich habe 4 Trainingseinheiten mit dem Team abgeschlossen und auch sehr gut darauf reagiert. Alaba, ich habe mich befragt, für Alaba war es die zweite Pause aufgrund einer Muskelverletzung in diesem Jahr. Er muss seinem Körper im Alter von 30 Jahren mehr zuhören. Ich habe jetzt etwas länger auf meinen Körper gehört. Ich denke, es gab ein paar Faktoren. Natürlich habe ich mich in Frage gestellt und konnte meine Schlussfolgerungen daraus ziehen, erklärt der Wiener. Eine der Schlussfolgerungen ist, dass er möglicherweise Anfang Februar von seiner ersten Pause zurückgekehrt ist. Ich habe dann alle 3 Tage viele Spiele in Folge gespielt. Vielleicht hätte ich diese Spiele anders steuern sollen. Der Lerneffekt wird gegeben. Ich kenne jetzt meinen Körper sehr gut und entsprechend arbeite ich, sagt Alaba.